Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Es ist 1.30 Uhr, Jasmin ist müde. Immer. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Immer. Wie geht das weiter? Immer. Nein, ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Wie geht das weiter? Immer. Das stimmt immer. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was du von mir willst. Gerade. Duckwing Duck. Achso. Hast du auch geguckt als Kind, oder? Ja. Oder durftest du das nicht gucken? Machen. Absolutes Schweigen. Doch, habe ich gesagt. Nee, ob du das nicht gucken durftest, habe ich erst gefragt. Doch, habe ich gesagt. Schon zum dritten Mal jetzt. Ja, aber hast du es denn auch gesehen? Also du durftest es gucken, aber hast du es auch geguckt? Ja, du... Ach, ich veräpple dich doch. Sorry, ich wollte ja nett sein. Ja, genau. Ich muss ja nett sein, ja. Jasmin, hier ist so ein fieser Fettsack. Ja, mach ihn platt. Ich kann nicht. Oh, das war ja einfach. Ich konnte doch. Ja, danke. Ich habe Punkte gekriegt von dir. Ja, gerne, gerne. Messing-Heißkörper. Oh, ich brauche unbedingt mehr Platz. So, das wäre erledigt. Kurzes Eisenrohr. Schraubenfedern. Ach komm, du kriegst die Tür nicht zu. Das ist doch absolute Farce. Jetzt muss ich ja alles einzeln zerlegen, ey. Wieder kein Motor. Ist sei mir nicht gegönnt. Aber ich habe über 1600 Benzin. Sehr gut. Komm doch durch die Tür, Alter. Dafür ist sie da. Bist du in der U-Bahn geboren? Knochen. Lumpen. Zement. Jetzt muss ich mir wieder diese gemeinen Ausdrucksweisen von dir anhören. Diese psychischen Belastungen werden nie aufhören. Oh. Oh. Kannst auch gleich sagen, heul doch. Voll leiser Chantale. Last Christmas, I give you... Oh, Jasmin. Ach nee, darf ich ja nicht. Nee, auf keinen Fall. Ja, sorry, darf ich auch nicht. Nee. Ich möchte nichts sagen, aber wegen sowas haben Leute auf YouTube schon Anzeige gekriegt, ja? Wham zum Beispiel. Irgendwas. Voll schöne Lied. Nee. Ja, finde ich schon. Ich weiß nicht, immer wenn ich das höre, dann habe ich irgendwie den Drang, mit einem Schlagbohrer in meine Ohren zu gehen. Mach doch mal. Nee, das tut weh. Okay. Also, wie kommst du denn jetzt auf vor allem auf diese banale Schnurze? Zu dieser Jahreszeit. Was ist denn fürs Maschinengewehr, die Patronen? Die 7,62? Nee, 7,62. Hä, hab ich doch gerade gesagt. Nee. Hä? Was? Nee. Ja, die 762er ist das. Ich hab doch nur einen Spaß gemacht. Muss nochmal Schießpulver nochmal machen. Wie Moneyboy. In dem Interview. Schießpulver war nochmal. Ah.
Okay, jetzt bin ich auch schon kritisch infiziert. Also ich bin jetzt schon rot. Ich habe jetzt 57. Geht das zum Ende hin schneller mit der Infektion? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Weil ich ja noch den Weg nach Hause habe, weißt du? Ich hab, wenn ich ehrlich bin, gar nicht drauf geachtet gerade. Was? Geile Geräusche. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich hier so gesandwiched werde? Was heißt denn hier I? Man muss alles mal ausprobieren im Leben, Jasmin. War das von draußen? Ich kann die Tür nicht zumachen. Das war ich. Ich hab geheult wie ein Hund. Das hätte ich vermeiden können mit Pfeil und Bogen. Eisen könnte man auch noch mal ein bisschen vorbereiten. Was grinst denn die so hässlich? Mag dich. Als, nee, das Bild meine ich jetzt. Als ob das hier so ein schöner Zeitpunkt ist. Ja, da waren aber welche müde, wa? Die tut immer so. Ein kariertes Hemd. Oh, ich hab richtig Brand von dem Gegrillten, ey. Das war richtig lecker heute. Ja. Endlich mal wieder grillen, ey. Oh. Vor allem, ich fand die gegrillten Bananen und Karotten waren geil. Haben wir gar nicht gehabt. Bananen vor allem. Und hier, Kiwi. Die gegrillte. Genau. Richtig gut. Oder das Salatblatt. Oh, das war richtig kross. Genauso wie es mag. Ich grill für dich nochmal, ey. Wieso das Salatblatt? Stimmt gar nicht. Gibt es eigentlich auch irgend so ein Gemüsezeugs, was so richtig matschig ist? Also was keine richtige Konsistenz hat in der Form? Dein Gesicht. Die Sau hat mich outplayed. Der verarscht mich. Ja genau, jetzt wenn ich wechseln wir auf den Bogen. Dann kommt er angekrabbelt. So einige. Mein Arm ist verstaucht, toll. Wie viel bist du infiziert nochmal? 59. Was stimmt mit den Grünen nicht? Da sag ich lieber nix zu. Kein Kommentar. Da stimmt so einiges nicht mit denen im Kopf, ey. Ja, ich meint eigentlich, ist egal. Ja, lassen wir das lieber. Ja. Wir lassen das einfach so im Raum stehen, wie du es. Ja. Also ich könnte, aber nein. Ja, ich meinte auch gar nicht die, aber. Ja, aber. Ist schon okay. Den stimmt auch so einiges nicht. Ach, was willst du machen? Ich kann es nicht mitnehmen. So, Schießpulver stelle ich jetzt mal her. Technik-Free Band 3. Panzerbrechende Robotik, Geschützturm, Munition. Hast du es satt, dass du deine gesamte Munition an gepanzerte Gegner verschwendest? Zerkleinere sie wie Butter mit diesem Rezept für Hightech-Munition. Fertige panzerbrechende Robotik, Geschützturm, Munition an. Durch Lesen dieses Bauplans kannst du lernen, wie dieser Bau. Klein Moment. Er muss erstmal gucken, ob er überhaupt leben kann. Nein, ich habe hier Besuch. So, komm rein, kleiner Junge, ist Lesestunde. So. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Aber was ist das? Ach so, da steht ja da oben, Bauplan. Robotik, Drohne, Panzerplatten, Mod.
Ja, geil. Können wir eine Drohne bauen? Shumway Foods? Keine Ahnung. Eine Kartoffel. Und Hühnersuppe. Die gönne ich mir gegen meine Erkältung. Eigentlich müsste Hühnersuppe hier gegen die Infektion helfen. Bin ich der Meinung. Nee, Antibiotika ist so wie zum Beispiel... Nee, aber du nimmst doch auch Hühnersuppe, wenn du erkältet bist, oder nicht? Ja, erkältet, aber nicht, wenn du ein Virus hast. Wieso? Das ist ja... Aber Antibiotika hilft ja auch nicht gegen Virus, glaube ich. Nee, Antibiotika ist gegen Bakterien. Ich schenk dir ein Virus. Oh. Ja. Munition müssen wir eigentlich genug haben dann. Jasmin, bitte. Was ist denn? Man kann nie genug Munition haben. Ich weiß. Es gibt zwei Dinge auf der Welt, die man nie genug haben kann. Das eine ist Munition und das andere ist noch mehr Munition. Weil mit genug Munition hast du auch genug Geld. Ob die Leute wollen oder nicht. Gönnt mir eine Pause. Ich will doch nur in Ruhe looten. Autsch. Ein Glück kannst du mich nicht mehr infizieren. Also wenn ich hier den... wenn ich dieses Haus fertig gelootet habe, komme ich nach Hause. Ich habe nämlich jetzt 60% Infektion hinter mir. Und ich sag dir, das ist kein Zuckerschlecken. Ich dachte, da ist ein Sack hingefallen. So, was haben wir? Skill. Ha, geil. Durchsuche Pappkarton. Geschmiedetes Eisen? Ach, das ist geschmiedeter Stahl. Weg mit dir, Bounce. Schraubenfeder. Geil. Und kein Motor. Mist. Aber wieso ist hier ein Licht an? Ich meine, was ist das Besondere, dieser leere Pappkarton? Der leere Pappkarton? I don't know. Oder ist das Licht in dem Fall wirklich nur Licht? Oh, Jasmin, ich komme jetzt nach Hause. Mach mal. Ich glaube, ich habe die Tassen voll. Ist voll geil, dass ich... Oh. Ist voll geil, dass ich nachts nicht mehr überladen sein kann, ne? Oh, Kacke, der morgen kommt. Ich muss nach Hause den Scheiß wegbringen. Du bist überlastet. Oh, das gibt's doch nicht. Verdammt nochmal, Jasmin. Das ist alles deine Schuld. Nein. Meine? Ja. Aber nein. Aber ja. Cool, jetzt habe ich Poopy Pants Daycare gelootet und alle anderen Häuser auch.
Damit ist diese Siedlung auch durchforstet. Da geht es zwar noch weiter, aber ich bin halt voll, ne? Und wir haben ja demnächst Blutmond und ich werde ja höchstwahrscheinlich demnächst sterben. Jo. Macht es denn überhaupt Sinn, den Blutmond zu machen? Mitzuerleben? Wenn man sowieso stirbt? Ja. Sollte ich mich nicht einfach wehrlos den Zombies hingeben? Ja, wäre auch eine Idee. Damit sie ihr Ritual beenden können? Ritual wie so eine Sekte. Und kein Honig. Oh. Der Sonnenaufgang ist wieder so geil. Ach, ich finde das so herrlich an dem Spiel. Hier ist zwar noch ein Auto, aber ich bin halt voll. Aber ich bin halt voll. Voll voll. Hört sich das so ein bisschen an wie Arnold Schwarzenegger? Also, aber ich bin halt voll. Nee, danke. Auf gar keinen. Ich nehme die 3. Bleibst du denn? Das geht dich gar nichts an. Ich höre dich, glaube ich. Sei nicht immer so neugierig. Du kannst mich gar nicht hören. Ja, hier war aber eben irgendwas. Ach, da. Ein Dicker. Meinst du mich? Nein. Schwung holen. Hui. Das sieht so mega aus mit dem See. Diese Wasserspiegelung, also die Lichtreflexion. Hä? Was ist denn jetzt hin? Meinst du dein Haus da auf dem See, wo du gern hinwollen würdest, ne? Meinst du, man kann dahin schwimmen oder wäre es sinnvoll, sich da wirklich, dass man versucht, eine Brücke zu bauen? Aber ich glaube nicht, dass das geht auf die Distanz. Keine Ahnung. Weil du kannst, glaube ich, keine Blöcke im Wasser platzieren, dann kannst du keine Pfeiler machen. Ohne Pfeiler keine Brücke. Eigentlich, also dann müsstest du rüberschwimmen sogar. Scheiße. Ja. Das ist jetzt nicht passiert. Bin doch auch schon über zu der Insel darüber geschwommen. Na siehst du, dann kriegen wir das doch hin. Ich schon. Welcher Idiot hat denn hier im Berg so ein verdammtes Schlagloch reingebuddelt? Ich bin komplett drin versunken. Da komme ich aber mit Hüpfen nicht mehr raus. Hab ich doch abgebaut. Du buddelst immer nur Löcher. Kannst du nicht eine Mine machen wie normale Menschen und die vielleicht kennzeichnen? Indem du da... Ey! Halt dich getroffen? Nein. Du doch nicht, du schießt voll schlecht. Das war knapp. Alter, ich hab den gesehen, wie er mir vorbeigeflogen ist. Jasmin, hör auf rumzuspielen. Aua! Aber es ist gefährlich, das kann ins Auge gehen. Du bist ja verrückt. Jasmin, was ist, wenn ich so einen ins Auge kriege? Hilf schon mal. Nee, wir müssen mal gucken, dass wenn wir buddeln... Einer von uns, dass er vielleicht nur ein Loch buddelt und dass vor dem Loch quasi wie so ein Eingang gebaut wird aus Holzrahmen, damit man da nicht immer reinfällt. Er geht doch auf den Weg. Er zeichnet doch einfach deine Mine. Lehm und Eisen abgebaut. Doch. Nein. Doch. Nein, hab ich keinen Bock zu. Jasmin, es geht nicht immer nach Lust. Manchmal geht es auch nach dem, was ich möchte.
Da geht's immer noch, Alter. Boah, wir haben jetzt schon 17.242 Benzin. Siehste, viel. Das habe ich noch gesammelt und hier. Da, dort, halla, dort. Hast du den Kleber ganz leer gemacht? Soweit? Ja, ich will aber gleich neu noch machen. Nee, alles gut, weil ich habe jetzt. Brauche dreckiges Wasser. Hast du dreckiges Wasser? Nee. Habe ich nicht. Kann ich auch keinen Kleber machen. Kann sie wieder nicht. Nö. So viele Mods. Wir brauchen mal eine richtige Mods-Kiste. Mit Mods. System. Ach, da ist er. Komm mal her, du kleiner Klingel. Was habe ich denn jetzt noch? Stein, Samen, Lehm, Rahmen. Aber wie wollen wir das am besten machen? Ich weiß nicht wohin. Ah, ich habe ihn getroffen. Geil. Ach, das ist ja. Ja. Geschossspitzen. Ja, komm mal her. Papier. Oh, wir haben ganz schön viel Papier. Durstlöscher. Das können wir auf dem Dach gleich machen. Batterie. Brauche ich die? Oh, noch ein Motor. Das war's. Das war's mit ein Zombie. Eins mit Zombie. Dem Zombie. Mhm. Eins Zombie. Ein Zombie, habe ich gesagt. Was bist du denn jetzt? Auf dem Dach. Ach so. Ich baue Kartoffeln ab, wenn es dich nicht stört. Doch, das stört mich aber. Dreisaat. Dreisaat. Es gab aber nicht viele Kaffeesamen. So Schießpulver schon weggenommen? Ups. Ja.
Oh, wo hast du das hingemacht? In die Kiste. Warum, Mann? Ich mache hier gerade Munition. Mach Hä, doch. Du hast es in die falsche Kiste gepackt. Nee, in die Waffenkiste. Ja, sicher. Nee, da ist nichts drin. Ah, nee, ich hab's in meiner Tasche. Ich hab's gar nicht in die Kiste gepackt. Ja, bring's bitte zurück. Ich mache hier die ganze Zeit Munition. Alter, dieser Typ, ey. Ich mache hier alles fertig und er kommt und nimmt alles weg. Das ist Hallo. Jetzt aber nicht gut. Gib mir das. Ja. Alter, der will mich doch rollen, ey. Gib her jetzt. Da, nimm es und werd glücklich, Jasmin. Du Alter, hast einen Pfeil. Dass man hier nicht mal in Ruhe arbeiten kann. Stehen! Habe ich mir genommen. Du hattest gerade einen Pfeil im Gesicht. Ich habe dich doch getroffen vorhin. Ein zu viel gemacht. Ja, hast du doch auch. Ja, der hing da eben noch. Das findest du lustig, ne? Ja. Sowas Gefährliches. Den gar nicht angebaut. Oh, cool. Verdammt. Gar nicht gemerkt hier. Jasmin, du stehst im Weg. Du bist jetzt hier nicht mitten im Türrahmen AFK gegangen. Das kann nicht. Das kann nicht sein. Jasmin! Geh da weg! Wie kann man so doof AFK gehen? Das gibt's nicht. Ich hab mich die ganze Zeit bömmelt hier, ey. Blöde. Liebe Frau. Mhm. Nur, ich wollte mir noch ein Mini-Motorrad bauen. Ich brauche meine Werkbank. Geh raus aus meiner Werkbank, bau dir selber eine. Nö, ich mache gerade Munition. Ja, wir haben genug Munition. Geh weg da. Man, was hast du vorhin gesagt? Man kann nie genug haben? Das ging ja um andere Zeiten. Ne? Das ist ja andere Zeiten, andere Maßnahmen. Da war keine vor. Eigentlich wäre das geil gewesen. Die alle einen nach links, die Tür auch und dann da, aber. Warte mal. Clownhimmel. Kann ich auch so machen? Wie heißt diese komische Zange? Schraubenschlüssel. Genau. Schraubenschlüssel. Schlagschrauber? Geil. Tragschrauber. Zwei Klebeband. 12 Eisen. Vier Mechanische. Hattest du noch Kleber gefunden? Kleber, ja. Hast du noch Klebeband? Nee. Für meine Wenigkeit? Nee, muss ich machen. Okay. Hab ich doch für die Kids. Für die Reparatur-Kids. Hm. Ja, ich kann auch Klebeband machen, kein Problem. Ja, mach mal. Hab ich keinen Bock für dich zu machen. Ich will's von dir auch gar nicht haben. Geh doch mal aus der Tür, bitte. Jasmin! Komm schon, jetzt verzieh dich da.
Ja, ich bin hier gerade am Machen, ey. Du willst immer da lang, wo ich bin. Also definitiv, definitiv, wir müssen die Türen auf 2 verbreitern. Außerdem stehst du auch immer im Weg. Nie. Doch. Meinst du? Immer. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach ja. Klebeband. Schraubenschlüssel. Der Stufe 1. Und ein Clownhammer. Kann ich auch eine schlechtere Stufe nehmen, damit das ein bisschen billiger wird? 18, 9, 3 und 3. 18 Holz. Boah, ich habe mir jetzt ein bisschen Munition mit hergenommen hier. Damit ich auch ein bisschen was habe. 18 Holz, 3 Leder und... Nee, 9 Holz, 18 Eisen. Alles klar, Digga. Oh, ich muss mal aufs Klo. Dreimal Leder. Geh mal eben auf Toilette. 1, 2, 3. So. Da können wir den nämlich auch herstellen. Wollte ich noch einmal meinen. Dafür hätte ich alles, aber wieder vorher einmal Kontrolle machen. Hier brauche ich die Werkbank nochmal. Nö. Motorrad. Motorrad. Geil. Ja, müssen wir für Jasmin später auch nochmal eins machen. Irgendwo noch ein bisschen Platz in die Kiste. Ah, ich habe ja auch keine Reifen. Dann brauche ich nochmal 2 Reifen und einen Motor. Warte mal, was haben wir denn? Bräuchte mal eine Kiste nur für Wasser, glaube ich. So, 18, 10. Bergbank. 20 und 25. Mal hier 1, 2 und 20. Cool. Geht immer noch nicht. Holz. Oh, ich bin wieder da. Hallo? Ich hab mich gerade echt gewundert. Ich saß ja auf dem Klo. Denkst du, was ist denn das für ein Geräusch? Aber der 3D-Drucker ist ja genau da drunter. Unterm Klo? Unter dem Raum. Wag es dir ja nicht, hey. Jasmin. Unter dem Raum, Mann. Wo? Ah.
Ja, der ist fleißig, der 3D-Drucker. Der macht ganz wichtige und coole Sachen. Ohne den, ich sag's wie es ist, wären wir am Arsch. Ja, wir haben vorher auch ohne den überlebt, also von daher. Es war aber schon grenzwertig. Fand ich nicht. Also unser Leben wird jetzt, wenn ich das fertig gedruckt habe, wesentlich besser sein. Quatsch, nö, Alter. Wieso? Ich denke, wir werden ein besseres Leben führen, wenn mein Iron Man Helm fertig ist. Oh, ich höre einen Zombie. Ja, der haut hier irgendwo gegen. Was ist das für ein Idiot? Der soll die Treppe hochkommen. Wo denn? Ich raste gleich richtig aus. Ich dachte die ganze Zeit, du bist das. Nee, hier hinten schon wieder. So ein Idiot. Der macht alles kaputt, was ich aufgebaut habe. Mein Lebenswerk. Hast du ihn getötet? Mach doch da hinten so einen Stahl oder so hin. Warum kommt der eigentlich von da? Da hinten kommen noch mehr. Oh oh. Schatz, rein. Wir müssen hoch. Ich bin sehr hungrig. Glaube, ich habe Kacke gebaut. Wir müssen hoch. Da kommen Zombies. Ja. Viele. Schimmer deine Base. Ja, da kommen ganz schön viele. Ja, lass sie kommen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Du musst nach vorne gehen, sonst ja, hauen die wieder hinten gegen. Ja, deswegen solltest du ja hochkommen. Ich bin doch schon lange da. Wo denn? Hä, hey, schon lange gerade hochgesprungen, wo ich von hinten kam, du Kleiner. Ich glaube, ich habe meinen Stufe 4 Klauenhammer in eine neue Werkbank gesteckt. Und ich habe extra vorher einen neuen Klauenhammer gebaut, der ist jetzt aber nur Stufe 2. Ja, guck mich nicht so an. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es kommt nicht wieder vor. Du hast doch Lack gesoffen. Kannst du mal aufhören, die Bude hier kaputt auseinanderzulegen, du? Du bist ja schlimmer als die Zombies. Wo sind die denn überhaupt? Ja, die sind alle weitergelaufen. Hat dich überhaupt einer mitgekriegt hier? Ja, ich höre die doch ja, links. Ja, die kommen. Wo denn? Die sind schon wieder an dem Zaun. Die sind da zu dumm zum Reinkommen. Ich mach den jetzt da auf. Oha. So. Haben wir gleich. Aber ich verstehe nicht, warum der nicht außen rumläuft. Ja, das weiß ich auch nicht. Wieso die da jetzt durchgehen? Okay, lass wieder hoch. Ich will mal gucken, ob die überhaupt jetzt noch da hoch, also rumgehen. Oder ob die dann immer noch rumdamagen hier am Haus. Ich höre aber... Ah, da. Aber wieso macht er den Zaun kaputt, damit er da hin kann, wenn er doch 3 Meter weiter rumlaufen kann? Weiß nicht. Aber wo sind denn die anderen jetzt alle? Meinst du, wir könnten das umgehen, indem wir quasi einen Graben machen ums Haus? Dass die da reinfallen würden und dann gezwungen sind, durchzulaufen. Also bis zum Ende, damit sie hochkommen. Aber dann könnte es natürlich auch sein, dass die den Graben ausweiten, ne? Der ist tot. Es gab XP. Könnte ja auch sein, dass die den Graben ausweiten, denn, ne? Aber wo sind denn die anderen? Und dann alles kaputt hauen. Sind keine mehr, sind weitergezogen. Ach, da, doch! Oh, ich wollte den treffen, Mann. Triff doch. Noch lebt er.
Unfassbar. Aber wahr. Also bis da hinten kommen wir, glaube ich, gar nicht. Man sieht auf jeden Fall nicht, ob die Pfeile da hinten ankommen. Oh doch. Die muss halt stehen bleiben. Dann könnte ich die treffen. Hast du ihn immer noch nicht getroffen? Du auch nicht. Nee, ich schieße auch auf die da hinten. Was da? Oh, ich hab's gewischt. Ich hab's immer poliert, Jasmin. Nee, ich treff den nicht. Hat verzogen. Wieso triffst du die denn immer alle? Weil ich das gut abschätzen kann. Relativ. Du siehst ja auch, wo der Pfeil einschlägt am Boden. Und dann kannst du sehen, ob du höher zielen musst. Ja, ich weiß. Aber ihn treffe ich auch gerade nicht. Hm. Oh, er hat seine Freundin gesehen. Die ist tot, die ist da passiert. Weg hier! Trotzdem daneben. Entschuldigung. Gut. Oh, ich habe ihn getroffen. Gucken, wer ihn von uns erlegt. Ich mit Bogen oder du mit Knarre? Echt? Ich hab ihn. Nee. Ja. Hä, wo bist du denn? Auf dem Dach oben. Ja, dann ist ja kein Wunder. Ich schieße die ganze Zeit durch die Rillen. Wo bist du denn? Achso. Ja, wieso macht doch keinen Unterschied? Kannst du auch von hier schießen. Nee, das ist vollkommen schlecht damit durch die Rillen. Nee, kannst du genauso gucken. Ja. Guck mal, da hinten läuft noch einer. Nein. Dann bleibe ich jetzt hier. Ich hole mir nur kurz Pfeile. Wo ist der? Hinten links. Wo denn? Hinten links. Ach, da. Ach, wir haben keine Pfeile. Hä, hey, klar, ihr habt doch welche gemacht. Was, Steinpfeile? Ja. Wo sind die? Oder habe ich die noch hier drin? Oh, ich habe die noch hier drin. Ah, okay. Willst du mir welche abgeben oder soll ich welche machen? Ey, nee, wir müssen zusammenschießen. Nein. Du schummelst. Das ist so eine Schreierin, glaube ich. Die hat ein weißes Kleid an. Ja. Ja, nachher schreit die und dann? Dann hat sie geschrien. Dann mache ich sie fertig. Komm, sie und ihre Freunde. Ihre Gang. Ihre Gang. Das war's, glaube ich. Aber warum sind die jetzt hinten durchgegangen? Das raff ich jetzt gerade noch nicht so. Das, ich weiß nicht, warum die nicht außen rumgehen. Mach doch so eine Art Gang für die dann. Wo bist du denn? Ja, wenn die da hinten durchgehen, so. Ja, aber ich will den auf. Also, ich habe erst überlegt, den runterzubuddeln, aber das will ich nicht machen, weil ich Angst habe, dass die dann anfangen, seitlich gegen die Wände zu schlagen und dann stürzt das Haus ein. Nee, ich meinte mit diese Holzrahmen. Ebenerdig. Einfach wie so ein kleinen Gang. So ebenerdig. So wie. Ja, wie so ein kleiner Gang. Guck mal. Du meinst jetzt so wie hier links von der Treppe, ne? Und dann einfach so eine Wand neben stellen. Ja, ja. Ja. Ja, auch überlegt. Könnte man auch machen. 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 Die brauchen auf jeden Fall eine Wegführung. Okay. Ohne meine Hilfe, ohne Wegweiser sind die aufgeschmissen, ne? Ja. Definitiv. Definitiv. Da müssen wir was tun, Jasmin. Guck mal, ich habe jetzt hier oben auch eine Werkbank. Jetzt kann jeder an einer rumspielen.
Können wir hier unten Munition machen und oben können wir Sachen bauen. Ja, ich bin so dumm. Ich bin so dämlich. Ja, aber ohne Witz. Ich habe meinen Stufe 4 Clownhammer verarbeitet in der neuen Werkbank. Und mein Stufe 2 Schraubenschlüssel, weil ich habe zwei neue hergestellt, aber ich habe vergessen, die ins Inventar zu nehmen. Deswegen hat er meine aus dem Gürtel genommen. Komm mir so schlecht vor. Aber wir haben noch einen Stufe 4 Clownhammer. Ich habe das mal ausgetauscht. Haben wir noch einen guten Schraubenschlüssel? Nee, nur Stufe 1. Oh, nur Stufe 1, Jasmin. Oh ja, bitte. Man entweder hier. Kann man die auch wieder aufnehmen? Das ist ja doof. Ah, naja. Hier nur ein paar Kisten. Nee, ich weiß noch nicht. Ich brauch mal einen Kiste, die ich wohin hatte. So. Oh, Jasmin. Zwei Bücher sind in den Spinden. Ja, kannst du lesen. Oder hast du schon? Warum? Hä? Hä, wieso hat er den eingepackt? Hast du da Machetenteile und Eisenbrustpanzer reingepackt? Ich hab da gar nichts reingepackt. Ist da Loot gekommen? Hä? Oben. Ja, jetzt hab ich's auch. Aber ich hatte eben die beiden Bücher, die packe ich da jetzt wieder rein. Hast du das da reingelegt? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Du bist so verpeilt, du weißt wirklich manches nicht. Schubidubdubdubidubdub. Fällt jemand ein Baum? Jasmin? Hm. 48. Achso, ich wollte noch schnell mal gucken. Ach. Ich habe, glaube ich, einen Punkt, den ich investieren könnte. Ingenieur. Mechaniker. Ah, ich weiß nicht, wo ich meinen Punkt investieren soll. No. Weiß der Kleine das nicht?
Kann ich eigentlich... Nee, das kann ich nicht herstellen. Das kann ich nicht herstellen, aber ich brauche... Ah, das war Bauplan. Alles klar, Jasmin. Wir haben jetzt 50 Minuten. Ja. Ich würde sagen, das war's von heute. Für heute. Aber morgen sind wir natürlich wieder mit dabei. Ihr hoffentlich auch. Schaltet ihr ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.